Ganz herzlich willkommen hier in diesem improvisierten Studio. Ja, das ist super. Danke für die Einladung. Wir haben von Margaux Musikverband gerade Fotos gemacht, dass man endlich wieder mal ein bisschen up to date ist. Haben wir keinen Anlass. Ja. Und daher haben wir halt eben so jetzt etwas müssen machen. Und es ist natürlich toll, dass ich sie gerade hierher einladen darf, nach Bruneck. Ja. Dass wir das Gespräch miteinander führen dürfen. Fabrizi, Sie sind Grossrätin und haben mir angerufen vor einer Zeit, dass Sie einen Vorstoß eingegeben haben beim Grossrat. Ich denke, viele werden jetzt sagen, ja, was hat jetzt das mit uns zu tun? Sie werden es uns erklären. Der Grossrat hat von Ihnen etwas mitbekommen, was mit der Musik zu tun hat. Genau. Also herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Wir haben den Regierungsrat aufgefordert, Grundlagen zu schaffen für die Musikförderung für begabte Jugendliche, weil wir gemerkt haben, da gibt es eine Lücke. Und zwar, es gibt eine Lücke für die Jugendlichen, die eine Berufsfachschule besuchen. Und diese Lücke möchten wir gerne füllen, schliessen, sodass alle begabten Jugendlichen auf der Sekt 2 nach den gleichen Maßstäben eigentlich auch Begabtenförderung überkommen. Also das ist das Ziel, dass hier alle können von Begabtenförderung in der Musik profitieren. Das ist auch etwas, was man eben bis jetzt nicht gekannt hat. Mhm. Es war eigentlich irgendwo so ein bisschen verankert gewesen, wenn man in Sekt 2 kommt, also in eine Kantonsschule kommt, eine Matur macht, dort hat man Musikunterricht und wird dann gefördert. Und wenn ich also eine Lehre mache, dann gehe ich einfach im Verein oder mache nichts mit. Das ist eigentlich so die Situation bis dato. Genau. Es ist wirklich so, dass an den Mittelschulen gibt es Gelder, die eingesetzt werden für begabte Schülerinnen und Schüler. In zwei Bereichen. Einerseits in der Spitzenförderung, aber auch in der Breitenförderung. Und ich muss sagen, selber, als ich in Kanti Wettigen gegangen bin, durfte ich auch noch eine längere Querflötenstunde gehen. Obwohl ich nicht das Gefühl hatte, ich sei jetzt wahnsinnig begabt, aber es war schön, dass ich dann noch mal zusätzliche Zeit bekommen habe. Aber wirklich für begabte Jugendliche an der Berufsfachschule gibt es das nicht. Sie können nicht profitieren. Und man sieht, zwei Drittel von unseren Jugendlichen machen eine Lehre. Und dort ist es schade, dass sie nicht ihren Begabungen nachgehen können, weil sie sich sehr engagieren in Vereinen, Musik machen, in Bands, im Orchester. Und dass man hier schaut, dass sie auch die entsprechende Unterstützung bekommen, wie ihre Kolleginnen und Kollegen, die an den Mittelschulen sind. Wie ist denn das, wenn ich das vielleicht öfter reinnehme, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Ist das einfach ein Lehrer ist etwas anderes, dann ist man im Berufsleben, auch wenn es eine Ausbildung ist. Und eine Mittelschule ist halt Schule. Ist das aus dem heraus entstanden, dass die Zweiteiligkeit ist? Es ist natürlich bei der Berufsschule, das ist eine andere Organisation, es wird auch anders finanziert. Kantonsschulen werden über den Kanton finanziert und bei Berufsfachschulen, da sind verschiedene Player involviert. Und da haben natürlich alle geschaut, auch vom Fach her, was braucht es. Und da ist einfach Musik dann immer so ein bisschen Etwas daneben, wo wir dann halt in der Freizeit gemacht haben. Ja. Ich muss auch sagen, die Jugendlichen leisten sehr viel, die in die Berufsschule gehen. Sie gehen in die Schule, sie sind in einer Lehre, sie engagieren sich vielleicht auch noch im Sport, machen Musik und dann dort noch schauen, wann hat es noch Platz und Zeit für nochmal eine Freizeitaktivität. Das ist eine Herausforderung. Und es ist natürlich einfacher in der Mittelschule, weil dort sind Stundenpläne gemacht. Die Jugendlichen sind immer präsent, sind immer dort. Und in der Berufsfachschule ist die Organisation ganz anders und es ist eine grössere Herausforderung, um das zu organisieren. Aber es gibt, da ist eine Lücke und darum haben wir gefunden, da möchten wir aktiv werden. Jetzt, Sie, Frau Breit, Sie haben gerade vorhin gesagt, Sie haben eine Kante gemacht, Sie haben studiert. Und jetzt kommen Sie mit einer Motion oder mit einem Vorstoß vom Grossrat, der eigentlich, ich sage jetzt mal, eben die Lehrlinge betrifft, wo sie haben nicht von dem, also sie haben nicht gelitten unter dem, sie haben können den Querflötenunterricht geniessen. Genau. Wieso kommen sie dazu? Haben sie eine Verbindung zu der Musik? Ja, das ist interessant. Wir haben ja als Grossrätin und Grossrätin immer die Aufgaben und Finanzplan anschauen, jedes Jahr. Und das ist ein wichtiger Teil. Und ich bin dort im Bereich Berufsschule, Mittelschule gibt es ein eigenes Kapitel und es ist mir aufgefallen, dass dort immer steht, Begabte im Sport, Begabte in der Musik, aber Begabte in der Musik gibt es noch immer in der Mittelschule, also im Bereich Mittelschule. Und dann habe ich gedacht, ja, also Sport ist in beiden Bereichen, wird das unterstützt.
Aber warum werden nicht Jugendliche auch in den Berufsfachschulen unterstützt? Ich habe eigentlich plötzlich ist mir bewusst geworden, als ich den Aufgaben- und Finanzplan angeschaut habe, dass da etwas fehlt. Und dass da nicht die gleichen Bedingungen vorliegen für beide, für die gleiche Altersgruppe. Und dann habe ich das angesprochen, habe das eingebracht in der Kommission und habe selber gemerkt, wie mir das ein riesiges Anliegen ist. Und habe dann gemerkt, wo ich da referiert habe, warum ich finde, dass das wichtig ist, dass ich wirklich einfach sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Grossrat sehe, die mir zugenickt haben. Und ich habe gemerkt, dass jetzt in dem Moment im Aufgaben- und Finanzplan kann ich nichts machen, aber wir können das aufgreifen und im Sinn von einer Motion oder in einem Postulat einbringen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne da aktiv werden. Und bin dann auch im Gespräch, gerade nach dieser Kommissionssitzung, und ich habe dann von vielen gespürt, das ist ihnen auch ein Anliegen. Mhm. Auch viele, die auch selber Musik gemacht haben oder die eine Berufsfachschule besucht haben oder die selber eben auch Kante gegangen sind und gesagt haben, aber Musik, das ist eine Herzensangelegenheit. Und ich gemerkt habe, das ist etwas ganz Wichtiges und da höre ich schon ganz viel Unterstützung raus. Wenn man den Vorstoß liest, wie er unterzeichnet worden ist, da sieht man eine sehr breite Abstützung, Sie haben es vorhin gesagt, es haben viele genickt. Mhm. Also das ist nicht eine politisch einseitige Aufgabe, dass man so etwas anpackt, also wenn ich das richtig sehe. Nein, es ist wirklich, mir ist immer ein Anliegen, dass man wirklich parteiübergreifend also Vorstöße macht, weil es geht nicht um eine Partei, sondern es geht um Musik, es geht um Musik, es geht um die Jugendlichen und es geht um ein Kulturgut, das ich finde, müssen wir pflegen, das ganz wichtig ist, das ganz viel in die Gesellschaft bringt und auch vereint. Und da habe ich gemerkt, da möchte ich das mit allen zusammen machen. Und darum war es mir auch ein Anliegen, um mit allen das zu starten. Ich habe dann einen Entwurf gemacht, habe dann den auch allen zugestellt, habe mich aber auch sehr differenziert und genau mit allem auseinandergesetzt, habe auch Kontakt aufgenommen mit dem BKS-Rechtsdienst, um zu schauen, wo sind die Handlungsspielräume. Ja. Dass ich da wie gesehen habe, wo sind die Handlungsspielräume und was braucht es, damit wir da einen guten Vorschlag haben, den alle auch unterstützen können. Und ich habe auch gemerkt, es sind wirklich sehr viele gute Rückmeldungen gekommen und gesagt, ja, das ist super, da sind wir dabei, sehr gern. Die einzige Knacknuss war Finanzen. Es hat dann gewisse Kolleginnen und Kollegen gegeben, die gesagt haben, wir müssten hier noch einen finanziellen Rahmen festlegen. Und mir war es ein Anliegen, das zu trennen. Dass man wie sagt, es gibt eine gesetzliche Lücke, die muss man schliessen. Und dann gibt es ja wieder einen Aufgaben- und Finanzplan. Und dort zeigt dann der Regierungsrat wieder, wie sieht das aus. Und dass man das trennen. Ja. Und das hat dann so ein bisschen Zeit gebraucht, dass wir das miteinander haben können, wie klären und schauen, welche Formulierung braucht es, wie könnten wir es machen, wie könnten wir Licht in den Bereich bringen von der Begabtenförderung. Und wir haben dann da eine gute Variante gefunden, dass wir gesagt haben, wir tun die Motion einreichen mit der Forderung nach gesetzlichen, dass der Regierungsrat uns einen Vorschlag macht, wie wir die gesetzlichen Lücken können füllen können und dass wir nebendran mit einer Interpellation eine Frage stellen zu der Begabtenförderung. Und so haben wir eigentlich beides können abdecken. Die Begabtenförderung ist ja das ist der Inhalt. Wie sieht man das? Wie kann man so etwas umsetzen? Oder wo ist der Punkt, wo eine Begabtenförderung anfängt, aus Ihrer Sicht? Das ist auch ein Punkt, wo man muss klären, wo wir da auch Antworten vom Regierungsrat oder wo wir gespannt sind auf die Antworten vom Regierungsrat. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, es gibt die M-Checks, es gibt sicher verschiedene auch Raster, wo man schauen kann, wo steht jemand, wie ist die Entwicklung. Und da denke ich, ist es wichtig, dass man klärt, wie will man die Begabung auch messen und an was erkennt man das und dass da alle mit dem gleichen Maßstab an der gleichen Maßstab auch gemessen werden. Dass man da nicht einfach dann plötzlich unterschiedliche Kriterien und ein paar kommen dann in Genuss und andere nicht. Eben, ist ja, Musik ist wie andere kulturelle Sachen halt auch. Ja. Es ist nicht so mit einem Punkt zu bewerten, je nachdem. Außer wenn man solche Sachen jetzt wie einen Namecheck anschaut. Aber man muss gleich ein bisschen die Basis schaffen, um den auszugleichen. Und ich glaube, es braucht ja auch eine Motivation und einen Leistungswillen und auch eine Freude, dass das dann wirklich. Und ich glaube, das ist genau so ein grosser Motor, wie wenn wir so sagen, jemand ist ganz begabt, aber auch jemand, der sehr begabt ist und nicht wirklich dann motiviert ist und übt,
muss man sagen, schade für die Begabung, die ja. da wäre. Aber, und da ich kann sie noch jemand anders brauchen. Es braucht dort wie so eine gute Mischung und es braucht ja. viele Leute, die unterstützen, die begleiten, die diese Freude teilen, dass man da dranbleibt. Und ich glaube, sonst ja, ist es wie mit allem, wenn man das dann nicht pflegt und nicht immer wieder ein gutes Erlebnis hat, dann fällt es einem mit der Zeit, denke ich mir so, warum mache ich das oder warum investiere ich so viel Zeit? Investieren? Und dort ist, darum sind auch Vereine oder Verbände oder Lehrpersonen oder Eltern oder Freunde oder der Kollegenkreis, der mitmacht, so wichtig, dass man das gemeinsame Erlebnis hat und die Freude kann teilen. Ja, das ist spannend. Wie ist denn das in anderen Kantonen? Haben Sie da Erfahrungen gemacht? Ist das in anderen Kantonen anders? Ist das wirklich der Kanton Aargau, der so funktioniert bis anhin? Oder ist das einfach generell in der Bevölkerung fixiert? Ja, gerade so in der Mittelschule ist das eigentlich etwas, das verankert ist. Und, aber gerade in der Berufsfachschule ist das etwas, das noch nicht so verankert ist. Und Christine Eggerszeg hat sich sehr gefreut über die Motion. Sie hat sich riesig gefreut und hat dann auch mich gefragt, ob sie die Motion mit auf Bern nehmen darf. Dass sie quasi kann zeigen kann, wie der Kanton Aargau da vorgegangen ist oder mit welcher Motion jetzt da vorgegangen wurde, quasi so als Musterbeispiel für andere Kantone. Und das hat mich natürlich dann sehr gefreut, dass man wie sagt, ja, das könnte man vorantreiben und das ist auch ein Anliegen, um das weiter unterstützen. Ja, ich meine, Christine Eggerszeg, die Sie angesprochen haben, sie hat ja ein Jahrzehnt her und einiges zuvor, wo sie mit Jugend und Musik Vorstösse gemacht hat, wo sie aktiv war. Da ist auch in ein Gesetz hineingekommen, wo man aber irgendwo auch lang gehabt, bis solche Sachen noch umgesetzt werden. Braucht auch etwas. Jugend und Sport kennt man seit Jahrzehnten. Ja. Jugend und Musik. Und das ist wahrscheinlich jetzt mit dieser Begabtenförderung in der Lehre ein Teil davon, wo man vielleicht auch so auf dem auch aufbaut. Genau. Also ich denke, da haben wir natürlich auch können dann die Regierung packen, mit dem, dass wir wirklich auch schreiben, da steht, junge Menschen mit besonderen musikalischen Begabungen sollen speziell gefördert werden. Also das steht in dem neuen Verfassungsartikel, der aber unterdessen eben wirklich schon fast 10-jährig ist. Und dass man da schaut, wie kann man das und auf welche Art und Weise kann man das umsetzen, finde ich wichtig, dass man da einmal wieder im Gespräch ist. Und die Motion ist ein guter Moment gewesen, um das nochmal zu beleuchten. Und ich glaube auch, als wichtiges Zeichen gerade jetzt während Corona, um auch so ein positives Zeichen an die Jugendlichen, aber auch an die Verbände, Vereine, Leute, die Musik machen, Musiklehrpersonen, Musikschulen, aber auch für die Gesellschaft, dass man da dran ist und dass man da achtsam ist mit dem kulturellen Wert und schaut, dass da weiter gut läuft und dass man da viel junge Leute hat, die auch nachkommen und das weiter auch miteinander praktizieren. Ja, gerade eben, Sie sagen, in dieser Zeit Corona, wir sind im Musikverband, das ist das eine, der Aargauer Musikverband in der Blasmusikszene, das betrifft ja auch andere Verbände oder andere musikalische Richtungen. Aber wir haben doch einiges, wir haben ja auch Jugendspiele im Verband, aber wir haben schon gewisse Bedenken, dass gerade so vielleicht in der Jugend Corona könnte einmal gerade für das Vereinsleben nicht einmal nur so förderlich jetzt sein, oder? Dass man nicht das Gefühl hat, ich komme jetzt wieder unbedingt hierher, sondern man hat jetzt auch plötzlich dann, man kann wieder einfach generell Kollegen treffen und so, dass man das kann, positiv mitnehmen kann. Aber es sind natürlich sättige Möglichkeiten, gerade eben auch positiv etwas zu bringen, sicher ganz, ganz wichtig, oder? Also ich denke, gerade die Corona-Zeit hat gezeigt, dass man da wie auch verschiedene Kanäle muss nutzen muss, um wie miteinander in Kontakt zu bleiben. Und da denke ich, sind auch Vereine, Verbände gefordert, um im Austausch zu bleiben mit den Mitgliedern. Und auch, wenn es jüngere Mitglieder sind, auch die entsprechenden Kanäle nutzen, die die jungen Leute brauchen. Und dort einerseits im Kontakt bleiben, schauen, was gibt es für Möglichkeiten, dass man miteinander Erlebnisse teilen kann. Vielleicht findet man ein gutes Stück, das einem gefällt, das man gefunden hat, das man miteinander teilen kann und sagen, wäre das ein Stück, das wir zusammen spielen könnten. Dass man wieder so wie miteinander in ein Projekt eintaucht. Vielleicht ist es noch eben im Sinn von einem Projekt, aber man ist ja zusammen dran und tut Zukunftsstückchen vielleicht sammeln, taucht rein, tauscht aus. Vielleicht probiert man mal mit einem kleinen Stream Sachen aus oder macht vielleicht über den Zoom, versucht man etwas, experimentiert vielleicht auch, dass man sie so
Trab halt. Und ich glaube wirklich, es ist immer wieder so Kontakt vermitteln, gemeinsame Erlebnisse ermöglichen. Und ich glaube nur schon, dass man Möglichkeiten schafft, um einen kleinen Schwatz zu machen oder sich regelmäßig melden. Dass man da so wie sieht, es ist wichtig, es ist uns wichtig, wir schätzen den Kontakt und dass man so das Soziale so pflegt. Also wir reden über die Emotionen, über den Vorstoß, der jetzt eigentlich ein Bereich, sagen wir mal, ein paar Jahrgänge betrifft, wo man eine Lehre macht, wo in diese Bereiche hineingeht. Aber es zeigt auch, ihre Interessen sind auch in der Richtung, dass man wirklich auch motiviert, oder? Dass man die Bevölkerung oder die Jungen können wieder mitnehmen und auch zeigt, eben, Musikalische ist etwas, Sport ist sehr wichtig, aber das Musikalische oder das Musische generell, kulturelle Geschichten, können wir auch fördern und sind spannend und geben eben einen Halt für die Zukunft. Auf jeden Fall. Also ich denke, Musik ist einerseits ein Fach, aber andererseits ist es auch ein wichtiges Lernerlebnis. Also man lernt über ganz verschiedene Sinne. Also einerseits motorisch, man lernt motorisch, man lernt kognitiv, man muss Sachen anschauen, man muss sich überlegen, man muss zum Teil auch rechnen. Es ist auch etwas Emotionales, etwas Sensitives, also mit allen Sinnen ist man da dabei. Und das denke ich manchmal, so ein bisschen wie vergessen, dass man da eigentlich ganz viel über Musik und Musikbildung lernt. Nicht nur das schöne Erlebnis, sondern auch das Machen, das Dranbleiben, einmal etwas üben, bis man es kann. Und manchmal ist es zäh und anstrengend. Das habe ich selber auch wieder erlebt, als ich gemerkt habe, in meinen 7 Jahren Geigenspielen habe ich also manchmal gelitten oder gedacht, irgendwie geht es nicht vorwärts. Aber dort einfach dranbleiben und auch Leute, die sagen, du, nur schnell 10 Minuten. Oder so halt jemand, der einem schnell noch mal darauf hinweist und man denkt, also gut, dann mache ich noch schnell. Und dann aber merkt, wie man aber auch wieder Fortschritt macht und dann wieder kann auch mitspielen, wo es wieder so ein tolles Erlebnis ist, wo man wieder motiviert ist, um wieder dranbleiben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man extrem lernt über das Musikmachen. Einerseits allein üben, aber auch in der Gemeinschaft zusammen aufeinander eingehen, hören. Und aber auch dann mitzugehen und merken, was das mit mir macht. Und das sind so ganz wichtige Erlebnisse, die man auch später, egal in welchem Beruf, dass man nachher schafft und man kann profitieren davon. Wir sagen immer wieder, gerade das Blasmusikwesen ist etwas von dem Bereich, wo man so selten eigentlich kann antreffen kann, weil wir können 10-Jährige, 12-Jährige in einem Musikverein haben, die 85-Jährigen auch noch. Männer, Frauen aus jeder Schicht eigentlich. Und man kann einen Haufen zusammenbringen. Man kann es zusammenbringen, aber man muss es dann auch zusammenbringen. Also man muss aufeinander hören, man muss ein Teil sein von einem gesamten Gebilde. Aber man ist halt auch nicht einfach nur allein unterwegs. Und gleich, wie Sie auch sagen, es braucht die Anstrengung, alleine können auch mit etwas um die Sicht dran sein. Und ich glaube auch, dass generationenübergreifend und das gemeinsame Erlebnis, wo man dann auch wieder so viele Leute anspricht, oder wo dann auch schön ist, wenn man einfach so sieht, wie viele Leute Freude haben, dass das immer wieder so einfach ein total schönes Erlebnis ist. Ich glaube, solche Vorstöße, die Sie jetzt im Grossen Rat machen, und die sind ja, ich sage mal, auf uns jetzt egoistisch gesehen, auf Blasmusikverband raus, oder auf unsere Blasmusikanten, aber natürlich dann eben auch für all die anderen, weil das ist natürlich schon enorm wichtig. Und das ist ja vielleicht auch etwas, wo ein Verband jetzt, wie ein Blasmusikverband ist, sagen wir mal, politisch neutral, gibt sich vielleicht nicht so in der Politik ein, aber ist natürlich an und für sich abhängig davon, was solche Sachen kommen. Und von dem her natürlich perfekt und schön, wenn man Leute hat, wie jetzt Sie, Frau Britzi, wo das eigentlich unterstützen und den Jungen etwas geben, aber schlussendlich ja, Vereine und Verbände und so weiter können auch mit profitieren. Also ich glaube, es profitieren alle und ich glaube, das zeigt sich auch in dieser breiten Unterstützung von dieser Motion. Ja. Dass einerseits viele sofort dabei waren, weil sie selber Musik gemacht haben, aber weil sie auch wissen, wie wichtig Musik ist und wie verbindend Musik auch ist und wie ein wertvolles Kulturgut Musik ist. Und nicht nur einfach darum geht, zum Konsumieren oder schnell irgendetwas streamen, eine Minute und dann ist es einem langweilig, sondern einfach so das gemeinsame Erlebnis. Und darum habe ich gefunden, es soll nicht ein Vorstoß von einer Partei sein, sondern es soll etwas vom Parlament sein. Wo ich denke, eben, es soll ganz vielen dienen, aber ich denke, auch die Schulen können schlussendlich von dem profitieren. Und ich habe mir auch so überlegt, ja, wie können wir auch diese Musik noch auf anderen Ebenen? Also ich finde,
eben extrem wertvoll, die Arbeit, die ihr leistet, die die vielen Vereine, Verbände leisten, zum auch zusammen üben und an Anlässe gehen und den Leuten Freude machen und selber auch merken, wo stehen wir und was wollen wir noch und was könnten wir noch anpacken. Aber auch in der Schule, dass man Musik dort wirklich auch stärken kann. Es gibt spannende Projekte, zum Beispiel Kultur macht Schule. Ja. Wo ich denke, da wäre auch noch gesagt, ich habe viel Potenzial, um die Musik auch noch mehr einbringen. Dass man sagt, es gibt wirklich auch Musikprojekte, die ganze Schulen verbinden. Also, es gibt ja das Beispiel von Neuenhof, wo alle Flöten spielen. Richtig, ja, das habe ich schon gesehen. Sie treten sogar an der Olma in St. Gallen auf, weil einfach alle ergriffen sind. Wie da einfach die Oberstiefeler miteinander musizieren und die Stimmung, die das gibt. Und da denke ich, gerade über das Zusammenmusizieren, da, dass man da ganz viel auch kann, im Sinne von gemeinsamer kultureller Boden schaffen, ein Ort, wo man sich, wo man lernt zusammen, ein Ort, wo man sich begegnet, wo man sich weiterentwickelt. Aber auch daheim ist, oder? Wo man daheim ist, wo man sich wohlfühlt, wo man auch mal die Augen zu machen und einfach dieser schönen Musik folgen. Also, dass man da so Erlebnisse ermöglicht. Und da sehe ich noch viel Potenzial, das man auch in der Schule nutzen kann. Kennen Sie den Musikverband, den Aargauischen Musikverband? Haben Sie Kontakt gehabt, schon im Vor? Ist Ihnen der irgendwie aufgefallen? Oder sind Ihnen einfach einzelne Vereine aufgefallen? Wir sind immer wieder verschiedene Vereine aufgefallen, weil natürlich an verschiedenen Veranstaltungen natürlich auch zum Beispiel verschiedene Musiker spielen. Oder jetzt habe ich gesehen, spielt Allegra Band spielt an der ersten Kommunion in Ennepaden. Und das sind immer total schöne Erlebnisse, wenn man so wie, es ist ein Fest und da spielt noch Musik und es ist immer einfach so etwas Schönes und Berührendes. Und da fällt, und da merke ich auch, mit wie viel Stolz, dass da junge Leute oder auch die Musizierenden da sind und die Präsenz und der Stolz und wie denn das auch gerade etwas ausmacht. Und da nehme ich ganz viel wahr. Habe natürlich jetzt wirklich in Bezug auf die Musikmotion mich natürlich auch wirklich sehr gut anfangen, informieren, orientieren. Ja. Hat verschiedenste Telefone geführt, auch mit Leuten, die Musikschulen leiten, mit Musiklehrpersonen, mit ihnen habe ich telefoniert. Also, und das ist ja auch spannend, weil es mir auch das Anliegen war. Einerseits, was gibt es denn da für Möglichkeiten für die Begabtenförderung? Ist eigentlich ganz etwas Operatives, wo wir jetzt eigentlich auch gespannt sind, was der Regierungsrat bringt. Aber da ist so viel Know-how herum, dass man auch schaut, wie könnte man auch das Know-how nutzen, das da schon vorhanden ist. Also, wenn man im Verband diskutiert, wird schon vielleicht auch so ein bisschen auf sich irgendwie fixiert, oder? Das heisst, wenn so eine Person von der Fabrizi, haben wir eigentlich schon eine sehr gute Koordinatorin und Netzwerkschafferin in einem Gebiet, weil ich jeder von uns müsste selber schon etwas machen können und vielleicht zu wenig gemacht wird. Also sagen zum Beispiel Musikschulen und Vereine, da gibt es ganz gute Beispiele, es gibt aber leider auch ganz schlechte Beispiele. Aber vielleicht sind die schlechten Beispiele vor 15 Jahren entstanden und man meint immer noch, es sei schlecht. Das wäre vielleicht gar nicht. Also haben Sie einfach das Gefühl, wir sollten einfach noch ein bisschen mehr aufeinander zugehen? Ist dort einfach das Potenzial wäre rum, aber es ist noch nicht ausgeschöpft. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, wo können die Schule, gerade eben mit dem Kultur macht Schule, aber ich glaube, es gibt ganz viele gute Beispiele, die man aber einfach halt dann nicht hört oder nicht sieht, weil man nicht gerade unmittelbar dort ist. Und ich glaube, dort von diesen Erfolgserlebnissen zu hören, wo schafft man gut zusammen, wo gibt es, wo kann man Synergien nutzen, wo läuft etwas, wo gibt es ein spannendes Projekt, wo eine Musikschule mit einer Schule zusammen etwas macht oder wo eine Berufsschule irgendein Projekt lanciert hat wo, mit Musik, dass man das viel mehr gegen rausträgt. Also da Öffentlichkeitsarbeit, wo man Leute sensibilisiert und manchmal denkt man nicht dran und denkt, ach, das wäre jetzt etwas Gutes, warum haben wir gar nicht dran gedacht und dann kann man es aufgreifen. Also ich glaube wirklich so von guten Beispielen profitieren, im Gespräch sein und ich glaube, es würde mich auch freuen, wenn man jetzt auch wieder so, gerade auch in der Politik, Musik ist immer etwas sehr Wichtiges, aber dass man das wirklich auch ganz gezielt immer wieder einsetzt und pflegt und Musik auch immer wieder einbezieht. Ich denke jetzt, ich kenne es aber auch selber, man geht an ein Apero, als Politiker ist man ab und zu einen Anlass. Ja. Und das Wichtige ist dort das Gespräch, das Netzwerken, einmal ein Glas Wein oder etwas Feines, ein kleines Häppli. Und da, wo häufig dann noch dabei ist, nimmt man vielleicht gar nicht so wahr, solange es da ist. Ja. Also ich rede jetzt von der Musik. Ja.
Und wenn sie nicht da ist, dann merkt man, dass das irgendwie leer ist. Oder? Ja. Also, aber es ist halt, eben, man hat mit der Musik wahrscheinlich ganz eine wichtige Rolle, auch in solchen Angelegenheiten. Mhm. Aber man darf es vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen oder man kann es vielleicht noch ein bisschen mehr leben, dass wir alle davon profitieren. Oder ob man es selber macht. Oder? Genau, oder nur schon, also ich denke da, nur schon interessant ist, wie einem die Musik einmal wieder berührt oder was man für Bilder denn hat, wenn man schöne Musik hört. Und gerade so bei Aperos, wenn man dann so zulässt, dann ist ja dann viel gesagt, oh, das ist wahnsinnig schön oder die Trompete, wahnsinnig. Also, und dann kommt man dazu, dass man sagt, hast du auch mal ein Instrument gespielt? Und das sind dann manchmal schon die schönen Begegnungen, wo es gar nicht darum geht, hey, der Vorstoß oder so, sondern plötzlich ist man bei ganz anderen Sachen und sagt, ja. Meine drei Mädchen spielen aber, ich muss einmal ein bisschen sagen. Ja. Und so kommen wir dann immer wieder zu verschiedenen Themen rund um Musik. Und das ist ja dann eigentlich wieder schön, ja. Oder? Und das ist wieder was Verbindendes. Einerseits, dass man wie zusammen kann, emotional so sich darauf einlassen und ein schönes Erlebnis hat zusammen, aber andererseits, dass man einmal wieder die Möglichkeiten hat, bei neuen Themen anzuschliessen. So ein Vorstoß, ich habe es jetzt mehrmals erwähnt, ist ja eben Blasmusik ist eine, es kann das Orchester sein, es kann die klassische Musik sein, es kann einen ganzen Haufen eigentlich abdecken. Was erwartet Sie zum Beispiel jetzt von einem Verband, in einem Aargauischen Musikverband, was kann der tun, um hier etwas zu unterstützen, dass man schlussendlich, dass er in sich selber profitieren kann, aber vielleicht auch für das Gesamte kann etwas dazu tun. Was würden Sie von einem Musikverband erwarten? Also das eine, meine Herzensangelegenheit ist wirklich, dass viele Jugendliche spielen das Instrument in der Volksschule und dann gibt es meistens den Bruch, wenn es darum geht, in die Lehre gehen oder man geht dann in die Mittelschule. In der Mittelschule hat man noch mehr Möglichkeiten, aber dass man dort wie die Jugendlichen dabei behalten, die auch Freude haben, die motiviert sind, die auch leistungsbereit sind, dass man sie dort nicht verliert. Und ich glaube, gerade durch so eine Motion, wo man weiss, man kann jemanden weiter begleiten und fördern, dass man dort wie die Begleitung gewährleistet und wenn jemand natürlich dann in einem Verein ist, dass man das natürlich dann auch gerade mit einbezieht, weil es ist eine Win-Win-Situation, Win-Win-Win-Win für ganz absolut. Viel, weil einerseits für die Jugendlichen merkt, ich kann mich weiterentwickeln, ich habe noch eine Stunde, ich kann profitieren, dann macht es auch wieder mehr Spass, wenn ich mit den anderen zusammenspielen kann. Es sind dann wieder neue Sachen möglich, weil sich alle weiterentwickeln, in der Band oder im Orchester und dort wie die Freude, das Begleiten, das Nachfragen, ich glaube, das sind so die Freude vermitteln und miteinander das machen und im Kontakt bleiben und immer wieder das heraustragen. Das ist so etwas Wichtiges. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Vereinverbände etwas... Ihr macht hervorragende Arbeit. Ich glaube einfach, dass man dort die Jugendlichen wie dort auch weiter begleitet und ihnen die Möglichkeit gibt, weil es ist noch mal ein Lernerlebnis für alle, wo man wie merkt, was da für Potenzial rum ist und was sich daraus wieder ergibt. Ich glaube, aber wenn ich das so darf, aufnehmen als Verband. Mhm. Es ist wichtig, dass wir im Austausch bleiben und auch sehen, was sind für Möglichkeiten wirklich da und die halt wirklich mit den Vereinen zusammen, mit den Jugendmusikvereinen, aber auch mit den Erwachsenenvereinen, die Jugendliche dabei haben, dass man dort halt dann gut informiert, nahe ist bei der Gemeinde, nahe ist bei der Schule und das auch viel deutlicher kann die Leute dort schon abholen, die Jugendlichen abholen und ihnen aufzeigen, was gemacht wird. Genau. Also der Sport macht das auch. Die gehen ihre Sportarten vorstellen, die machen Schnuppertrainings und so weiter. Ja. Und das machen ja die Musik auch. Ja, und dort auch so dabei sein und zusammenarbeiten, auch mit der Jugendarbeit, immer wieder den Kontakt suchen. Und da gibt es auch über die Jugendarbeit, über Jugendtreff, wo man nur schon, wenn man eine Musikecke installiert, und schaut, dass da, wer ist zuständig, verantwortlich, dass man da auch Musik machen kann. Das eröffnet ganz viele neue Möglichkeiten, wo man plötzlich noch mit hingeht, wo man auch Musik spielen kann, wo man miteinander musizieren kann. Also da denke ich, gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man anknüpfen kann, wo aber nicht alles Verein und Verbände stemmen, sondern wo ich wie denke, das ist so ein Geben und Nehmen. Ein überall, so ein verteilen auf mehreren Schultern. Wo man sieht, wie viel das auch Verantwortung übernehmen, miteinander aufeinander eingehen, aufeinander schauen, dass man da ganz viel lernt, wo eben gerade in der Jugendarbeit oder in der Freizeit oder beim Musizieren wichtig sind, wo ich denke, ein Zusammenarbeiten ist wichtig und da voneinander profitieren ist das Ziel. Und ich glaube auch, dass man da
bei den Jugendlichen auch ganz viel von ihnen lernen, gerade mit den neuen Medien und so weiter. Wie können wir da das auch noch weiter miteinander weiterentwickeln? Man muss zusammen üben, man kommt zusammen, das ist ja extrem schön, aber wie kann man sonst das auch miteinander nutzen? Sie haben das vorhin in der ersten Hälfte schon erwähnt, von diesen neuen Medien, eben Corona. Wir wissen alle, hat alles heute hat auch jemand zu mir schon gesagt, du kommst mit dem und dem raus. Und gesagt, vor 15 Monaten hatte ich keine Ahnung. Genau. Man kommt eben so plötzlich rein, man macht Versammlungen, man macht musikalische Projekte über den Weg. Ist wahrscheinlich schon auch eine Möglichkeit, aus der Krise heraus, aber auch positive Sachen, vielleicht auch in Zukunft mitzunehmen. Und eben gerade so den Jungen zu zeigen, auch ein musikalisches Wesen und unsere Vereine oder unser gesamte kulturelle Gut, kann man plötzlich auf neue Wege entdecken. Oder Wege, die vielleicht eigentlich auf die einen Seite die Jugendlichen schon entdeckt haben. Irgendwelche YouTube-Filme und. Dass man plötzlich auch halt in unseren Bereichen, auch die Erwachsenen, sich mehr mit dem beschäftigen. Ja. Und ich glaube, dort auch die Jungen mit einbeziehen, weil die haben so viel Know-how, dass man dann dort wie auch sieht, wer kann mich da unterstützen, wenn es dann halt um Technik oder um Sachen aufladen oder streamen geht. Und ich glaube, dort ist jetzt ganz viel Potenzial und es hat natürlich auch immer mit den Ressourcen zu tun, mit den finanziellen Ressourcen. Das ist auch natürlich auch immer ein Thema. Ich habe vorher gesagt, eben das Livestreaming von der Argovia Philharmonic, das ist natürlich hervorragend und ist ein anderes Erlebnis. Und ein berührendes Erlebnis, weil man plötzlich wie anders an Musik angeführt wird. Aber man freut sich dann umso mehr, dass man es wieder live erleben kann. Aber es ermöglicht ein anderes Erleben, wo man sich aber auch wieder auf die persönliche Begegnung freut. Aber es ist wie, man hat einen anderen Einblick wieder in diesen Bereich. Ich glaube, es kann eine gute Ergänzung sein, oder? Ja. Es ist wahrscheinlich nie ein Ersatz. Genau. Es ist schön, wenn man sich sieht, wenn man vor Ort ist, wenn man in einem Raum ist, wo man die Klänge hört oder wo man miteinander reden kann. Also das kann man nie ersetzen, aber... Aber ein guter Ersatz in dieser Zeit, wo man so wie kann mitgehen kann, oder? Ja. Und eben vielleicht auch vielleicht sogar in Zukunft eine gewisse Ergänzung. Möglichkeit ist. Ich habe mit einem Musikschulleiter geredet heute, der gesagt hat, wir haben immer unsere Instrumentenvorstellung gehabt. Jetzt habe ich für jedes Instrument ein Video gemacht. Und was ist das Positive? Das Video läuft jetzt, da kann jeder immer wieder anschauen. Er muss nicht einfach DJ sein, wenn er nochmal interessiert, wie die Giger ist, dann kann er das mal schnell anschauen. Also es kann vielleicht auch ergänzen, positive Einsätze. Genau, es hat wie andere Türen, die wieder aufgehen, wo man kann sagen, das ist doch auch etwas Lässiges. Ja. Frau Bitzi, es ist sehr spannend, mit Ihnen zu reden. Gleichfalls, ich finde es auch sehr anregend. So ein Vorstoss, ja, es ist wirklich toll, dass Sie so etwas machen. Wir wollen das verbreiten, wir wollen zeigen, auch unseren Teil, wie wir auch von etwas so profitieren können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wahrscheinlich auch vom Vereinswesen. Das versuchen wir auch immer wieder ein bisschen zu zeigen. Es gibt Politik, es gibt Medien und dann gibt es Familie oder Gemeinde und Verein. Aber manchmal passt das nicht so zusammen, meint man. Dabei ist es gar nicht so. Oder ich glaube, die Annäherungen die müssen einfach ein bisschen mehr stattfinden. Und so etwas ist eine perfekte Annäherungsseite auch von Ihnen. Sie wollen vor allem etwas machen. Und unsere Vereine, glaube ich, müssen das auch aufnehmen. Oder? Müssen das auch kennenlernen, dass man auch einmal auf jemanden zugeht, von der öffentlichen Hand, von der Politik, und miteinander etwas besprechen und auch solche Ideen aufnehmen. Das ist hervorragend. Genau, und da merke ich auch wir aus dem Grossrat, wir sind sehr offen und es ist auch schön, wenn die Leute von uns zukommen. Also wir sind vom Volk gewählt und man kann immer auch zu uns kommen oder Anregungen platzieren oder sagen, dürften wir mal kommen spielen oder... Also so Sachen sind immer herzlich willkommen. Wir tun bei unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer noch so Abschlussfragen. Wir sagen denen Staccato-Fragen. Die Gesprächspartner sind manchmal aus dem Blasmusikwesen, manchmal nicht. Vielleicht geht es einem besser als das andere, aber wir möchten ihnen die auch schnell stellen, vielleicht mit einer kurzen Antwort darauf. Haben Sie einen Lieblingskomponist? Ja, nein, es wechselt immer wieder. Also es gibt immer so Phasen oder auch so Gemütszustände, wo ich etwas lieber habe oder weniger liebe. Aber etwas, was mich schon das ganze Leben lang begleitet, sind immer wieder die Hornkonzerte von Mozart. Das ist immer wieder so etwas, das habe ich wirklich das, was ich am regelmäßigsten immer gehört habe. Aber ich bin eigentlich sehr breit und ich
hören von Jazz, über klassisch, über Brassband. Ich höre eigentlich gerne ganz viele verschiedene Musik, weil es ist immer wieder spannend, was das auslöst. Ja, sind ja ganz eben. Man hat mit ganz andere Emotionen, wo je nachdem, was man hört. Oder was genau. Ein Lieblingsinstrument, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben 7 Jahre Geige gelernt, Sie haben die Querflöte mal erwähnt. Genau. Haben Sie einfach für sich selber, wo Sie selber spielen, oder sonst ein Lieblingsinstrument? Sie haben auch jetzt gerade vorhin das Horn. Genau, also Horn finde ich sehr schön, oder wenn ich Oboe höre, finde ich immer wahnsinnig schön, aber ich finde auch zum Beispiel Trompete. Trompete hat so viele verschiedene Seiten, wo man so ganz fein fordernd, wo man so die Emotionen so ausdrücken kann, die ich auch wahnsinnig schön finde. Also dem her, ja, finde ich, gibt es wahnsinnig viele schöne Instrumente, wo ich nicht einfach sagen kann, das ist mein Lieblingsinstrument. Das Lieblingsstück? Eben, es sind wirklich die Hornkonzerte. Die Hornkonzerte. Lustig war dann, irgendwie meine Mutter hat einmal gesagt, wo sie schwanger war, hat sie da immer gehört. Ich weiss nicht, ob da irgendwie, oder ob mir auch irgendwie einfach noch, aber das ist irgendetwas, was ich einfach immer wieder gerne höre, was ich immer so finde, so entspannend, schön. Jetzt nach der Probe ist vielleicht, Sie haben jetzt nicht einen Verein, wo Sie Probe gehen, Musik, aber Sie gehen jeden Dienstag in Grossrat. Ist das vielleicht gleichzusetzen nach dem Grossrat? Genau, also ich habe mal eine kurze Zeit lang im Burghalden Orchester gespielt. Da habe ich 3. Geige gespielt. Aber ich hätte wirklich einfach mehr müssen dran sein und mehr üben. Von dem her ist das so. Aber nachher war es immer lustig. Man ist wirklich, man hat noch geschwätzt, man ist dort noch auf dem Wiesli gehockt. Und das ist wirklich etwas, nachher ist genau so wichtig, dass man noch mal zusammensitzt, etwas trinkt, sich austauscht. Vielleicht über das, was man gespielt hat, aber auch ganz andere Sachen. Dass man da die Möglichkeit hat, eben auch die verschiedenen Generationen miteinander ein bisschen zu schwätzen, in Austausch kommen, über den Alltag zu bläudern, aber was man noch vorhat. Und das finde ich extrem wichtig und wertvoll. Und das ist jetzt leider auch das, was jetzt gerade in dieser Corona-Zeit immer zu kurz kommt. Ja. Hoffen wir nicht mehr so lange. Genau, genau. Blasmusik ist für mich etwas, das Unterhaltung bietet, Spannung bietet und einfach ein schönes Erlebnis ist. Wo ich immer auch mit einem Fest oder mit einem schönen Anlass verbinde. Das freut uns. Und ein Lieblingskonzertsaal? Also da finde ich den Gartensaal bei der Villa Boveri finde ich wahnsinnig schön. Das ist so klein und fein. Es sind wirklich immer so Perlen, die dort gezeigt werden. Es ist so wirklich einfach in einem kleinen Rahmen. Finde ich wunderschön. Aber ich bin auch gerne in Aarau im Kuck. Finde ich auch. Das ist dann so der grosse Rahmen. Das sind eben so die kleinen Fragen, die man gerne so stellt. Danke vielmals für diese Antworten. Ich verbreite Sie, wie sieht die Zukunft aus? Jetzt aus Ihrer Sicht, die nächste Zukunft, also die nächsten Schritte? Gibt es einen kleinen Zeitplan aus dieser Motion heraus? Was dürfen wir da erwarten? Jetzt warten wir mal die Antworten vom Regierungsrat ab. Also der Regierungsrat hat einen Auftrag von uns bekommen. Und diesen Auftrag, da sind wir gespannt. Es gibt auch klare Vorgaben, wie der Regierungsrat auf das muss reagieren. Einerseits muss er uns eine Vorlage unterbreiten, wie wir das umsetzen können. Andererseits ist das dann einfach einmal ein Entwurf, wo er zeigt, was hat das, wie könnte das aussehen, was hat das für Konsequenzen und was hat das auch für Auswirkungen auf den Aufgaben und den Finanzplan. Ja. Und die können wir dann natürlich auch mit den Finanzen. Genau, aber es wird das Nächste sein und wir sind sehr gespannt. Ja. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich, weil ich wirklich gemerkt habe, die Unterstützung ist sehr breit. Und ist das etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt? Nein, also ich würde mich sehr freuen, und dass wir würden im Kontakt bleiben, auch wenn dann der Entwurf vorliegt. Ich denke, ganz wichtig ist, wie wird das umgesetzt, wie kann man das nutzen. Das eine ist, man kann immer dann das gesetzlich verankern, aber wenn das dann natürlich nicht gelebt wird und nicht so umgesetzt wird, dass da wirklich auch ganz viel, wo Anspruch haben, überkommen, dann ist es wie schade. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass man da gemeinsam schaut, dass die Umsetzung gut läuft, dass da alle Akteure auch dabei sind und dass man da einen guten Weg findet, wie wir die Jugendlichen da können unterstützen und ihnen die Freude auch vermitteln und sie da begleiten, damit wir das Kulturgut so gemeinsam weiterpflegen.
Schöne Worte, danke vielmals. Danke, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Also, uns, glaube ich, würde es sehr freuen. Ja, wie gesagt, ich habe mit verschiedenen Musikschullehrern schon geredet, die bei uns in der Musikkommission sind zum Beispiel. Ja. Wir haben im Vorstand ganz kurz mal weitergegeben. Ja. Wir haben natürlich jetzt auch keine grossen Treffen gehabt. Ja. Aber das sind spannende Sachen und glaube ich, da möchten wir gerne mit Ihnen weiterverfolgen, mit dem Grossen Rat zusammen weiterverfolgen. Ja. Und wenn wir auch etwas können, zu beitragen. Besten Dank, Frau Britzi, danke, für das Gespräch. Danke, Herr Keller. Danke und alles Gute. Danke, gleichfalls. Auch Ihrer Familie und natürlich gute Gesundheit in der Hoffnung, dass wir möglichst schnell mal eines der außergewöhnlichen Situation rauskommen. Genau, dass wir möglichst bald wieder schöne Konzerte miteinander geniessen und so im Austausch sind. Vielen herzlichen Dank. Danke auch vielmals.